willkommen zurück hier auf unserem Kanal. Heute nutzen wir die letzten schönen Sonnentage des Jahres aus, um euch ein weiteres Unboxing-Video zu präsentieren. Und ja, fange ich gleich mal an, das Paket zu öffnen. So, das Paket ist auf jeden Fall randvoll mit, ja, oben auf liegt gleich eine Wendejacke mit Splittertarn auf der ersten Seite und dem ganz normalen, ja, weiß einfach Wintertarn auf der zweiten Seite. Bietet sich natürlich auch einen Vergleich zu der grauen Wendejacke an. Und da wird natürlich auch, sobald sich die Temperaturen dafür ergeben, für euch anbieten. Es geht weiter mit einer Trillichbluse. Die entspricht ungefähr dem, was ich euch das letzte Mal gezeigt habe, die Trillich-Uniform. Also werde ich jetzt dazu nichts mehr sagen, nur dass hier natürlich noch die Besonderheit ist. Also ich sehe bei der Ausführung mit dem dunkelgrünen Segeltuch als Kragen um die M36er-Version der Trillich-Uniform handelt. Und da hat man halt noch diese Schlagtaschen, was man jetzt bei der M40er, die ich hatte und vorgestellt habe, nicht mehr hat. Hat jetzt hier auch noch, hat uns Christoph, der Gute, von dem das Paket ist, noch die Kragenspiegel dazu geschickt. Und das sind auch die Kragenspiegel der 36er-Reihe, sage ich mal, der 36er-Blusen. Es geht weiter mit einem Schlupfhemd im Splittertarn. Hier auch eine andere Variante als das von mir schon mal aufgetragene Splittertarn-Schlupfhemd. Und deswegen auch da ganz einfach wird der Vergleich kommen. Des Weiteren eine die standardmäßige Wolluniform in der 36er Ausführung, halt auch mit dem 36er Adler, hier ohne Hakenkreuz und aber den richtigen Schulterklappen. Ja. Dann haben wir dem Anschein nach neue Knobelbecher, auch wieder mit der genagelten Sohle und dem Anschein nach neu, weil sich hier überhaupt gar keine Tragespuren abzeichnen und ja, schöner Stiefel. Wir haben ein zweites Paar nicht genagelte Knobelbecher, aber natürlich genauso ausreichend authentisch. Und ich schätze mal, es handelt sich hierbei um die Stiefel vom Wachbataillon. Aber auch da, falls ihr da anderer Meinung seid, beziehungsweise ich mich gerade vertan habe, dann einfach wieder in die Kommentare reinschreiben. Genau. Es geht weiter mit einer Koppel, Luftwaffe, mit dem entsprechenden Luftwaffenkoppelschloss. Und der Inhalt des Paketes, ihr werdet gleich sehen, warum, bringt uns auch in die Lage, versetzt uns in die Lage, euch auch mal die Luftwaffenuniform vorstellen zu können. Also die normale im Feld getragene Luftwaffenuniform. Weil dazu haben wir hier noch zwei Hosen drin. Die Bluse haben wir aus einem anderen Unboxing schon. Und aus diesem Grund, ja, das Video besteht fast nur aus der Ankündigung weiterer Videos, aber ihr seht, wir sind jetzt wirklich in der Lage, auch das Luftwaffenvideo vernünftig abdrehen zu können. Des Weiteren hier noch ganz normale Feldmütze, auch Luftwaffe. Wir haben den Brotbeutel, auch Luftwaffe,
unterscheidet sich ganz einfach durch die Farbe des Stoffes. Ansonsten Schnitt und alles und Verarbeitung und natürlich auch Funktion sind genau gleich wie bei dem Wehrmachtsbrotbeutel oder bei dem Heeresbrotbeutel. Dann geht's hier weiter mit einem Wendehelmbezug im Eichenlaubzahn. So verwendet von der Waffen-SS. Und da hat man hier jetzt die, ich meine, schon wesentlich bessere Form der Verarbeitung, indem man einfach diesen Metallhaken hat und diese an der unteren Seite von dem Stahlkranz des Stahlhelmes einhaken kann. Und das halt auch genauso auf der anderen Seite. Hier hat man halt einmal die sommerliche Ausführung und hier die herbstliche, etwas dunklere Ausführung. Dazu passend, auch wieder Schlupfhemd, auch Waffen-SS, auch dasselbe Eichenlaubtarn und auch wieder mit den zwei, also mit A- und B-Seite jeweils in grün, sommerlich und ein bisschen dunkler in braun für herbstlich. Wir haben hier noch eine Feldmütze, ganz normal, die ist jetzt her, also die ganz normale Feldgraue. Der ganz normale feldgraue Uniformstoff und ein Brotbeutelriemen. Also der Umfang des Inhalts ist massig und er ist auch wirklich richtig, richtig gut. Also das heißt, ihr seht hier gerade wirklich Uniform zum Komplettieren von mindestens für uns 3 bis 4 Statisten. Und das heißt, Christoph, vielen Dank an dich. Du hilfst uns damit wirklich extrem viel weiter. Und es ist natürlich auch wirklich sehr viel schönes Zeug dabei, um das ganz einfach mit anderen Sachen zu vergleichen, beziehungsweise versetzt du uns jetzt auch in die Lage, halt diverse Sachen den anderen Zuschauern vom Kanal vorstellen zu können. Und ja, dafür von der Gruppe ein wirklich herzliches Dankeschön. Und ansonsten wünsche ich den Zuschauern, dass sie jetzt Spaß dabei hatten und ich hoffe auch, dass ihr euch auf die nächsten Videos freut. Und damit verabschieden wir uns von euch. Bis zum nächsten Mal.